meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Katrin und was treibe ich hier so? Tja, von Unboxings meiner Boxen, die sich in meinem Abo befinden, die ich irgendwoher noch erbeuten kann, bis hin über Hauls, Make-up, Pflege, eigentlich was mir gerade so einfällt, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und heute habe ich für euch ein Aufgebraucht-Video und ich hänge ein bisschen hinterher mit meiner Filmerei. Aber ich dachte, es interessiert euch. Ich glaube, mein letztes Aufgebraucht-Video war Mitte Juni. Also ich habe hier einiges und deswegen labere ich gar nicht so lange rum und wir fangen an. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen zu sortieren. Ein wenig. Ich hoffe, wir kommen so klar und ich hoffe, ich laber nicht wieder 10 Stunden für ein Produkt und wir ziehen das jetzt gemeinsam durch. Produktkategorie Nummer 1 habe ich so ein bisschen eingeteilt in Haarprodukte. Und als erstes habe ich hier eine wundervolle Haarkur von Novex. Die habe ich Brasilien-Keratin, habe ich irgendwann mal bei Flaconi erbeutet. Und die war richtig gut. Also die Wahnsinn. Deep Conditioning Hair Mask steht drauf. Und solltet ihr für 3 Minuten drauf lassen, hatte ich ein bisschen länger immer drauf, weil ich tiger ja dann immer irgendwo rum. Aber die war super, super, super und eine klare Empfehlung. Und ich glaube, das ist auch so ein Nachkaufprodukt. Ich weiß, ich hatte es damals im Sale geschossen. Ich muss mal gucken. Ich habe noch eine riesen andere Packung davon, ob die auch so gut ist. Aber die fand ich richtig toll. Die hat die Haare so schön weich gemacht. Also mega Produkt. Als nächstes habe ich noch etwas leer gemacht. Und oh ja, das steht auch toll drauf. Da hatte ich euch schon mal kurz drüber berichtet, nach der ersten Anwendung. Das reicht für 4 bis 5 Anwendungen. Und das ist auch so ein Produkt. Oh, schockverliebt. Hatte ich in irgendeiner Box mal geschossen von My Surprise. Ich glaube, so eine ältere Pinkbox, die dann nochmal reduziert war. Und kann man bestimmt auch so kaufen. Ich habe noch eins im Backup. Aber das war toll. Das waren so, ein Shampoo drin. Ich weiß nicht, habe ich alles drin gelassen? Nein. Es war ein Shampoo mit dabei, es war eine Spülung mit dabei, es war, das Fläschchen habe ich drin, so eine vorbereitende Haarkur drin und dann das, was ihr drauf machen solltet. Und ihr habt euch mit dem Shampoo die Haare gewaschen, dann habt ihr das drauf gemacht und ein bisschen einwirken lassen. Dann habt ihr den Part 3 drauf gemacht, reparierende Haarkur. Hab das Ganze einwirken lassen, hab danach die Haare gewaschen und habt euch den Conditioner drauf gemacht. Und danach hattet ihr wirklich bombenmäßig weiche, gepflegte Haare. Also das wäre auch sowas. Ich muss mal gucken, wo ich das nochmal herkriege. Auf jeden Fall war das ganz toll, hat mich mega überzeugt und ist richtig gute Inhaltsstoffe auch drin. Und eine klare Empfehlung von mir an euch. Müsst ihr mal gucken, weil das war mega gut. Das hier ist etwas, das hatte ich auch in irgendeiner Box mal drin gehabt, in so einem Beauty Bag von Look Fantastic, wo es mal irgendwo dazu gab. Und das war auch voll gut. Ich liebe das, aber das ist richtig teuer und ich liebe diesen Geruch, weil das riecht einfach nach Pfefferminz. Also, aber so angenehm, also richtig gut. Und das ist so ein Zeug, was ihr euch auf die Kopfhaut gemacht habt und 10 Minuten dann einfach einwirken gelassen habt und einmassiert habt und das riecht fantastisch und es hat einfach der Kopfhaut so gut getan. Also wenn ihr mit Schuppen oder irgendwas so oder gereizter Kopfhaut zu tun habt, dann ist das ein tolles Produkt, auch wenn es teuer ist, aber es war toll und die Haare haben danach einfach so genial nach Pfefferminz gerochen, dass wirklich die Leute sind an einem vorbei. Du schnuffelst so gut und ja, das war dieses kleine Produkt und ich vermisse es jetzt schon. Also das ist wirklich so ein Produkt, auch wenn es teuer ist, was ich mir vielleicht irgendwann mal nachhole,
weil ich es toll fand. So, jetzt hier der Kleine. Dann habe ich etwas leer gemacht. Das hatte ich ja ein bisschen länger. Und zwar ist das von Amika. Das ist ja so eine Friseurmarke, glaube ich. Antifrizz Shine and Nourishment with Sea Buckthorn Berry. Fragt mich nicht. For all hair types. Das war einfach so ein Haaröl. Und das hat erstens fantastisch gerochen. Einfach nur so ein Haaröl. So ein bisschen ist natürlich auch irgendwo dran. Oh, dieser Geruch einfach. Und habe ich mir immer so ein bisschen in die Spitzen oder auch wenn die Haare nass waren, einfach so ein bisschen mit in die Haare gegeben. War ein bisschen ein festeres Öl und fand ich auch richtig toll. Das habe ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Und ja, so einen ganzen Beutel mit diesen Produkten fand ich alle toll. Das hatte ich jetzt noch übrig. Das kann ich euch noch in die Kamera halten und war auf jeden Fall auch ein sehr cooles Produkt. Würde ich mir jetzt aber nicht unbedingt nachkaufen, weil das ist auch, glaube ich, relativ teuer. Und gut, Haaröl ist dann immer so, ja, ne. Also da tut es auch mal was anderes, weil das hat ja eher weniger eine Pflegewirkung, wie dass es einfach nur ein bisschen die Haare schöner macht. Deswegen würde ich mir das jetzt nicht unbedingt in so mega teuer nachkaufen. So, dann habe ich ein Haarspray leer gemacht. Und zwar, das hatte ich euch schon mal bei irgendeinem Haul in die Kamera gehalten, wo ich gesagt habe, ich glaube Rossmann. Und dann habe ich bei Action nochmal 10.000 andere Fläschchen gekauft. Naja, auf jeden Fall das von Syos. Und zwar dieses Keratin-Haarspray. Und das ist mein Liebstes. Und das verklebt die Haare nicht. Das hat einen starken Halt. Und ich mag das. Kaufe ich immer wieder nach. Habe ich auch noch im Backup. Und finde ich toll. So, dann habe ich noch was. Ja, ab und zu, ne, ich habe da ein paar graue Härchen, ein paar, so 200, 300, aber naja, manchmal immer färben ist ja nicht so gut und ja, dann kommt Mama nicht rechtzeitig zum Friseur und ne, ihr kennt das Ganze, auf jeden Fall ist das immer so ein kleiner Soforthelfer, der ist jetzt leer, ich brauche einen neuen, weil ja, das ist so ein Ansatz-Kaschier-Spray, was ich ganz cool fand für auch mal dann hin und wieder so ein bisschen das Haare färben, ausfallen zu lassen, einfach damit die Haare sich ein bisschen besser regenerieren können. Das ist, welche Farbe eigentlich? Dunkelbraun, weil hier oben bin ich ja dunkel. Und fand ich ganz gut. Also, ich fand das gut. Wo ihr nur aufpassen müsst, ist erstens gut schütteln und dann, wenn ihr das aufsprüht, passt auf, dass es euch nirgends aufs Gesicht oder auf die Hände oder im Hintergrund auf irgendwas spritzt, weil da habt ihr halt gerne, das wäre bestimmt auch gut für Sommersprossen zu machen. Naja, auf jeden Fall habt ihr dann überall diese Pünktchen davon und das sieht teilweise echt lustig aus. Kriegt man ab, aber wenn ihr es zu lange drauf lasst, halt etwas schwerer. Aber ein cooles Produkt gibt es, glaube ich, auch von anderen Marken. Muss ich mal testen. Ich hatte bis jetzt nur das, war zufrieden damit. Und ja, dann habe ich noch etwas leer gemacht. Und zwar eine Spülung. Und das habe ich euch bei irgendeinem Yves Rocher-Haul schon gesagt. Die finde ich toll. Also die funktioniert bei mir von Yves Rocher und ist auch so ein... Ich glaube, mittlerweile sehen die Packungen wieder anders aus. Ich habe auch noch eine im Backup davon und... Ja, auf jeden Fall war das ein tolles Produkt für sehr trockenes oder beschädigtes Haar mit Jojobaöl, ohne Silikone, ohne Farbstoffe, ohne Parabene und das riecht toll, es pflegt die Haare gut, ist eine tolle Spülung, kann ich euch empfehlen, wenn ihr ein Produkt von Yves Rocher braucht, aber ja, die sind oft sehr günstig im Angebot, dann schlage ich da mal gerne zu, je nachdem welches Gratis-Produkt man dann noch abstauben kann, wandert das halt immer gerne rein. Dann habe ich noch eine kleine Spülung leer gemacht. Und zwar hier, die war mal in irgendeiner Box drin. Goodie Box, Look Fantastic, ich weiß es nicht. Und zwar hier von Beaver, die Marken immer, die man nicht kennt. Cherry Blossom, ein Conditioner, Balance and Soften and Weightless. Fand ich gut, war halt schnell leer. Ich habe lange Haare und auch wenn ich es mir nicht auf die Kopfhaut mache, trotzdem längere Haare, wo es da reinkommt. Miracle Beauty Power steht drauf. Ich fand den gut, um Gottes Willen, aber
Der war, glaube ich, zu klein, um da eine genauere Aussage drüber treffen zu können. Weiß ich nicht. Würde ich mir nicht nachkaufen, weil dafür war er zu schnell leer, um da zu sagen, ach, der war so mega toll. Gerochen hat er gut. Also vom Geruch her mega. Dann etwas, was ich mir auf jeden Fall immer wieder nachkaufen würde und auch schon nachgekauft habe, weil ich es einfach toll finde, sind hier von Redken. Die zwei habe ich einmal ein Shampoo und einmal die passende Pflege dazu. Und das war jetzt für Softness for Dry Brittle Hair. Trockenes und sprödes Haar. Funktioniert bei mir wunderbar, macht die Haare super weich, gepflegt. Und da gibt es auch dieses Blaue, das ich super gerne mag. Und das hier ist aber so mein Favorit davon. Und wie gesagt, habe ich schon ein paar Fläschchen leer gemacht und die zwei jetzt wieder. Habe leider keine mehr im Backup, jedenfalls nicht in groß. Aber oh, das ist auch so ein Produkt, wenn ich mal meine 10.000 anderen Shampoos und neuen Spülungen, die ich so am Testen bin, durch habe, würde ich das auf jeden Fall wieder kaufen, obwohl es auch echt hochpreisig ist. Aber das könnt ihr auch sehr gut bei Douglas oder so oder Flaconi mit guten Rabatten shoppen. Von daher, ne, bei guten Angeboten würde ich dann wieder zuschlagen. Und nun, eins meiner absoluten Favorite-Produkte, was ich unbedingt wieder brauche, auch wenn es sehr teuer ist. Ich glaube, 40 € kostet das Fläschelein. Und zwar ist das ein Silber-Shampoo von Milkshake. Gibt es bei uns beim Friseur. Gibt es bestimmt auch online irgendwo. Habe ich noch nie geguckt, aber gibt es bei uns beim Friseur. Und with organic blueberry extract and milk proteins. Silver Shine. Und für blondes und graues Haar. Und soll halt diesen Gelbstich rausholen. Aber Leute, das ist so gut. Ich habe das nicht als Shampoo benutzt. Ich habe das tatsächlich als Haarfärbemittel sozusagen schon benutzt. Und das ist halt richtig blau. Weiß nicht, ob man es noch sieht. Und das riecht auch einfach so gut. Wirklich bis auf den letzten Rest rausgekratzt. Und es färbt euch, wenn ihr keine Handschuhe anzieht, auch wirklich die Hände ein. Also das hat wirklich eine färbende Wirkung und macht euch so eine tolle Haarfarbe einfach. Also da braucht ihr keine Angst haben, wenn ihr euch da mal zu viel Gelb, wie jetzt, aber ist es halt leider leer, ich muss es nachkaufen gehen, habt. Das macht so einen ganz tollen, diesen grauen, beigefarbenen, ach, das macht einfach eine schöne Farbe, so. Also tolles Produkt. Wie gesagt, könnt ihr einfach mal 15 Minuten, wenn ihr Handschuhe vorher anzieht, einfach wie eine Haarfarbe drauf machen oder halt schnell mal unter der Dusche, um so ein bisschen nur den Schein rauszunehmen. Aber und wenn ihr es zu lange drauf lasst, werdet ihr auch etwas lila. Aber es ist ein tolles Produkt. Brauche ich wieder, definitiv. Ich glaube, das war schon mal alles, was Haarprodukte angeht. Also ich habe schon fleißig aufgebraucht. Weiter geht's mit, ja, was ist das hier? Körperpflege, Gesichtreinigungsgedönse, nennen wir es so. Und zwar habe ich etwas aufgebraucht und ich habe es nicht mehr gefunden. Gibt's das noch? Ich muss mal nochmal gucken gehen. Ich habe es nirgends gefunden. Und das mochte ich lange Zeit nicht. Das ist dieses Milky Micellenwasser von Garnier. Ich hatte normal immer das zwei Phasen mit dem gelben Zeug, was da oben schwimmt, was ihr so schütteln müsst. Und hatte mir das mal irgendwann geholt und hatte das probiert und da fand ich es nicht so gut. Und dann sind die Washis in mein Leben gekommen. Ihr kennt die, diese Abschminkdinger. Und damit hat das so genial gut funktioniert. Und dann wollte ich es mir unbedingt nochmal nachkaufen, aber ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es aus dem Programm gegangen ist, was sehr schade wäre, weil ich habe angefangen, es zu lieben. Also es war lieber auf den zweiten Blick. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, weiß noch jemand, wo es das gibt. Also bei DM und bei Rossmann habe ich es nicht mehr gefunden. Internet habe ich noch nicht gestöbert, aber würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen in Kombination mit diesen Washis. Weil das hat meine Haut auch nicht so ausgetrocknet. Ich habe ja trockene Haut. Auf jeden Fall hat das dann nicht ausgetrocknet. Hat mit den Washis wunderbar
Make-up, selbst Wasser, feste Mascara, alles runtergeholt und deswegen richtig cool. Hätte ich es nur vorher festgestellt, dass ich es liebe, dann hätte ich es noch im Backup. So, dann habe ich hier einen, den gibt es nicht mehr, ich zeige ihn euch trotzdem, von Lovely, ein Cleansing Oil mit Goji-Beeren-Extrakt. Das war so ein Reinigungsöl, also so ein Abschminköl, deswegen ist es auch noch schön ölig hier drumherum, mit so einem tollen Pumpspender auch. Und das fand ich ganz gut, aber ein bisschen zu ölig. Also ich mag das nicht, wenn es dann zu krass ölig ist. Auch mit Abschminktüchern, ja, ihr musstet halt immer noch mal so einen Cleanser dann drauf machen, um dann wirklich so den Rest abzuholen. Also es war mir ein Ticken zu ölig. Ich habe es noch im Backup, weil ich habe damals irgendwie einen kleinen Ausraster gehabt. Auf jeden Fall habe ich das noch im Backup, wird auch leer gemacht, war um Gottes Willen kein schlechtes Produkt, aber war mir halt zu ölig. Ich mag es nicht ganz so ölig, wenn ihr versteht, was ich meine. Also diesen Ölfilm, den ihr danach auf der Haut habt. Dann habe ich etwas leer gemacht. Die habe ich auch mal irgendwo geschossen. Und zwar von Absolut New York waren das feuchte Tücher. Make-up Cleansing Vibes. Ja, ich benutze die nicht, um mein Make-up runterzuholen, sondern einfach so für zwischendurch mal. Wenn ihr irgendwie so ein Tuch braucht halt, mit grünem Tee-Extrakt waren die, waren Feuchtigkeitsspenden, trotz Verschluss, aber sehr schnell ausgetrocknet. Würde ich mir nicht wieder nachkaufen, gibt es auch mit anderem Zeugs, mit Gurke und Vitamin C und ach, keine Ahnung, was es da alles gab. Grüner Tee fand ich ganz interessant, mit Vitamin E soll auch drin sein, wasserbasiert, aber jetzt auch nichts mega Tolles. Aber ich fand sie interessant, deswegen mussten sie getestet werden, wurden sie, werden nicht mehr wieder gekauft, aber naja, ich zeige es euch natürlich. Was habe ich hier noch stehen? Noch stehen habe ich hier einen Cleanser von Dr. Eckstein. Und Dr. Eckstein ist eine tolle Marke, wie ich finde. Ich habe da auch so eine Azulenpaste, die ich über alles liebe. So gegen die Pickelchen oder wenn ihr so, ja, so irgendwelche Hautirritationen habt, ist das ein tolles Zeug. Irgendwann ist es bald leer, dann zeige ich es euch auch. Aber jetzt gibt es erstmal den Liquid Cleanser und zwar Lavolint. Lavolint. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber der war toll. Der war toll. Den habe ich auch im Angebot geschossen gehabt. Waren 250 Milliliter drin. Und den habe ich mir immer auf so eine Reinigungsbürste, die ich habe, gemacht und bin damit drüber und fand den sehr wohltuend. Tolles Produkt. Hätte ich mir nachgeholt, würde es das noch geben. Aber ich habe auch das nicht mehr gefunden. Ist wahrscheinlich bei Douglas rausgegangen. Ich muss mal nochmal gucken. Vielleicht kommt es auch wieder. Aber letztens habe ich nachgeguckt und da gab es das nicht mehr. Leider. Schade. Aber irgendwann finde ich es bestimmt wieder. Wenn nicht, Amazon oder so. Ja, einmal das Produkt. Und dazu hatte ich auch einen Facial Toner. Auch von Dr. Eckstein. Adstring. Oh Gott, diese Namen. Astringent Lotion. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so Naturgedönse. Ich habe Aqua. Ist auch Zink drin. Auf jeden Fall war der auch gut. Aber auch nur so mittelmäßig gut. Weil, ja, den würde ich mir auf jeden Fall nicht mehr wiederholen. Da gibt es durchaus Besseres. Und Preis-Leistung fand ich ein bisschen, nee, eher nicht. Also der war auch nicht so günstig und nee, ist der durchgefallen. So richtig gereinigt hat er nicht. Ich war auch froh, wie er dann irgendwann leer war. Ihr habt ja immer so Produkte, wo ihr einfach denkt, oh, kannst du mal bitte leer gehen. So ging es mir bei dem, deswegen wird der auf jeden Fall nicht wiedergeholt. Aber ich dachte, wenn der Cleanser so gut ist, ist vielleicht auch der Toner gut, aber der leider nicht.
Dann ist etwas leer geworden. Flora Mare, Deville, dieser Körperbalsam, habe ich euch in irgendeiner Wundertüte, hatte ich den ja nochmal als Nachschub bekommen. Und ich liebe diesen Geruch. Und ja, es sind 500 Milliliter und ja, 500 Milliliter gehen bei mir leer. Und ich liebe, 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 liebe diesen Geruch einfach. Die Pflege war auch gut. Es gibt Besseres von Asam. Ich habe noch ein bisschen drin. Und vielleicht seht ihr es, der ist so ein bisschen ja, gelbstichig. Also diese Lotion, diese Creme. Oh, also es pflegt ganz toll, aber ihr müsst halt schon ein bisschen länger reiben, damit es einzieht. Das mag ich persönlich nicht so gerne. Ich liebe das, wenn irgendwas auf die Haut kommt und einzieht und trotzdem pflegt. Dennoch habe ich da gerne ein bisschen länger gerubbelt und den gerne verwendet, weil ich halt einfach diesen Duft auch mega toll fand. Und ach ja, Asa. Eine große Liebe von mir und deswegen, das war ein tolles Produkt auch. Ja. Also ich bin froh, ich habe noch eins im Backup und glaubt mir, auch das wird leer gehen, weil ich mag es einfach. Und ja, der macht die Haut schon wahnsinnig toll. Also wenn es eingezogen ist, habt ihr echt eine tolle Pflege. Nur dieses Einziehen hat mich ein bisschen genervt. Aber trotzdem, Liebe. Einmal das hier. Dann ist etwas leer geworden. Und das war so ein Produkt, wo ich dachte, oh, wird doch endlich leer. Habe ich mal geschenkt gekriegt. Ich mochte es leider nicht so gern. Es hat sich wahnsinnig toll angehört. Ich dachte auch, oh, passt perfekt für meine Haut. Nutrix Royal Body ist ja extra für trockene Haut. Von Lancôme. Eine tolle Flasche. Sieht wunderschön aus. 400 Milliliter sind leer. Aber dieser Pumper, Leute, dieser Pumper hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich. Da kam mir einfach viel zu wenig raus, weil dieser kleine Klecks, der dann immer da rauskam und ich erstmal 10 Stunden pumpen musste, bis ich meine Menge da raus hatte, hat mir fast den letzten Nerv geraubt. Bin ich ganz ehrlich. Also, weiß ich nicht. Hat mich genervt. Von der Pflege her war es jetzt nichts mega. Also da pflegt dieses Flora Mare Zeug um einiges besser. Die Lotion wie das hier und das ist einfach viel zu teuer. Also für die Pflege, für das Genervs mit diesem Spender und nur damit ich was von Lancôme da stehen habe, nö. Also würde ich mir definitiv nicht nachkaufen, weil das Gesamte nicht gestimmt hat bei diesem Produkt. Jedenfalls nicht für mich. Ist ja nur meine Meinung. So. Als nächstes habe ich so ein bisschen Duschzeug hier. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum hat die so wenig Duschzeug, das die uns zeigt? Naja, ich habe da was leer zu machen gehabt. Und zwar auch von Asam 750 Milliliter. Und ja, auch das geht leer. Und zwar White Chocolate Dusch- und Bademilch. Ich habe es nur zum Duschen benutzt. Hat einen tollen Pumpspender, wo auch genug rauskam. 2-3 Mal pumpen, hat mir gereicht. Hatte ich meine Menge, die ich brauchte. Ich habe eh meistens diese... Ach, wie heißen die denn? Hier diese Netzschwämmchen, diese Puschels, ihr wisst, was ich meine. Und das hatte auch einen tollen Geruch. Also dieser Geruch, wahnsinnig genial, habe ich geliebt. Geht ein bisschen weg während dem Duschen. Also wenn ihr so dran schnuppert, habt ihr mehr Geruch. Beim Duschen war dann so, ja, habt ihr nicht mehr so viel von gehabt. Pflege war gut, hat gemacht, was es soll, hat mich gereinigt, meinen Körper und ja, einmal das. Leer geworden. Etwas nicht leer geworden, aber ich kann es halt einfach nicht mehr benutzen. Diesen blöden Yummy Lemon Duschschaum von Bilou. Der kam ja schon defekt bei mir an. Und ich habe alles gegeben, weil ich wollte ihn einfach nicht verschwenden. Und eigentlich hat mir der Duft auch richtig gut gefallen. Dieses Yummy Lemon. Ja, so nicht nur nach Zitrone, sondern nach so Zitronensorbet. So mit Milch noch dabei. Irgendwie, also super lecker, Geruch mag ich super gerne. Aber ich kann euch nicht sagen, wie der Duschschaum war. Also das bisschen, was ich da noch rauskratzen konnte, da dümpelt es noch ein bisschen. Und es kostet mich einfach den letzten Nerv. Und wirklich, Schaum hat damit nichts zu tun.
Und ich muss mir einfach eingestehen, dass ich dieses Produkt nicht weiter benutzen kann, dass ich es nie leer machen werde. Und also riechen tut er toll. Bin ein bisschen traurig, aber ja, auch das leider ab in die Tonne. Bin ein bisschen asamlastig, merke ich. Aber ich liebe Asam. Und da ist ein Peeling leer geworden und ich vermisse es jetzt schon. Ich habe noch die Körpercreme dazu, Gott sei Dank, weil, oh, dieser Geruch. Ich wollte es mir nachkaufen und es gab es einfach nicht mehr und ich habe mich geärgert. Ich wollte es mir nachkaufen und es war einfach nicht mehr vorhanden. Ich war sehr traurig. Und ich habe gesehen, bei Chiquitas Place es besteht die Möglichkeit, es in einer Wundertüte zu haben. Und ich würde mich sehr freuen, weil, boah, dieser Geruch, einfach so genial. Also, so richtig nach Chai Latte einfach, aber einem ganz leckeren Chai Latte. Und ich liebe es. Das Peeling, muss ich nichts mehr zu sagen, über Asam Peelings. Leute, wer mich schon länger guckt, beste Peeling. Noch nichts Besseres gefunden, liebe ich abgöttisch, alle gleich gut. Diese Peelings, alle mit diesem Traubenkernöl, alle gleich fantastisch gut, liebe ich. Nur der Geruch ist halt immer ein bisschen anders und Chai Latte war halt echt so ein, oh, dafür könnte ich sterben, Geruch. Also einmal das leider. Ach gut, mein kleiner Schatz, leer geworden. Next, es ist ein Deo leer geworden und zwar... Hier von 8x4. Ich weiß nicht, wie soll ich diese Abteilung nennen? Weitere Pflege auch fürs Gesicht und ein bisschen Zähne ist auch dabei. Keine Ahnung. Ich bin sehr gut sortiert, ihr merkt schon. Okay, es ist ein Deo leer geworden. 8x4. Clear Rose 48 Stunden Strong Plus Protection. Keine Ahnung. Hatte ich in irgendeiner Box drin, Glossy Box, Gedönse. Ich weiß nicht mehr in welcher, auf jeden Fall war es in einer Glossy Box drin. Fand ich okay, fand ich gut. Duft war angenehm, frisch. Und ja, ich mochte den Geruch gerne. Und ja, gut, ich bin jetzt nicht so der mega unter den Achseln Schwitzer, aber hat mich gut protected. Also ich habe trotzdem noch geschwitzt, weil, nee, das verhindert das nicht, aber fand ich trotzdem gut und es hatte einen angenehmen Geruch und deswegen geht durch, ist okay. Nehmen wir das zum Sprühen auf, dann ist das hier leer geworden. Halte ich euch, glaube ich, immer wieder gerne bei Hauls und auch aufgebraucht Videos in die Kamera, denn ich benutze es einfach unheimlich gerne. Und zwar von Balea dieses Wasserspray Kokos. Und das ist für Gesicht und Körper pure Erfrischung, auf jeden Fall. Ich mag dieses, also von Balea speziell, dieses Wasserspray sehr gerne. Kokos war natürlich ein Träumchen, mag ich auch unheimlich gerne. Der Geruch war toll und ich benutze das halt einfach, weil ich dann ein bisschen geizig bin, als Fixing Spray, so im Alltag. Ich habe auch teurere Fixing Sprays für wirklich so besondere Anlässe, aber so für auf die Arbeit oder so bin ich dann ein bisschen geizig. Und tut dasselbe, was auch so mein MAC Fix Plus macht. Von daher wird das dann im Alltag verwendet und finde ich toll. Große Liebe von mir und werde ich euch immer wieder reinhalten, weil ich es immer wieder nachkaufen würde. Dann ist Zahnpasta leer geworden. Die halte ich euch auch mal gerade hier rein. Also zwei Stück. Ihr kennt das Spielchen vielleicht. Ich bin so ein kleiner Zahnpasta-Durcheinander-Benutzer, weil sonst wird mir schnell... Manchmal will ich das, manchmal will ich das, wie beim Essen auch. Naja, auf jeden Fall haben wir etwas Minziges von Happy Brush und dann haben wir von Happy Brush etwas Kokosnuss-mäßiges. Und die hat es mir komplett angetan. Also, die ist damit abgeschrieben. Die hatte ich vorher immer. Und jetzt ist... Auf jeden Fall, Kokosnuss hat Einzug gehalten. Liebe ich, liebe ich, liebe ich. Also da, oh, die war so gut. Die war so lecker, die hat toll gepflegt. Ich fand die richtig klasse. Allein dieser Geschmack im Mund war wahnsinnig toll. Und ich habe jetzt vom Action eine geholt. Ich hoffe, die ist auch so gut, weil die war ein bisschen günstiger und ich war neugierig. Und wenn nicht, wird die nochmal gekauft. So, also für ab und zu finde ich die richtig toll. Ja. So, einmal das. Jetzt
Zahnpasta. Mein Gott, 10 Stunden erzähle ich euch von Zahnpasta. Die war aber auch lecker. So, dann ist ein Serum her geworden. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es hat mich so genervt. Ich war froh, wie es endlich leer war. Es hat gefühlt gar nichts getan. Es ist von I&M dieses Hydro Performance Aqua Boost. Aloe Vera Hyaluron. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das drauf geschmiert. Es ist nichts. Nichts für meine Haut getan. Ich musste danach ein anderes Serum noch verwenden. Ich habe es lange verwendet. Also es ist auch leer, aber Papaya-Extrakt ist drin. Ich weiß es nicht. Und das hat gestunken. Es tut mir leid, aber ich mochte den Geruch überhaupt nicht. Für mich war das kein leckerer, angenehmer Geruch. Ich hätte es am liebsten nach der Hälfte schon, mach's gut und tschüss, aber ich dachte, zieh es durch, jetzt benutze es und vielleicht hat es noch irgendeinen tollen Effekt, aber nein, auch nach langerer Zeit kein Effekt, keine Wirkung, einfach nur ein komplettes Fehlprodukt. Nie wieder, nein, bye. Dann noch so ein Produkt, wo ich irgendwie auch dachte, ach, das kann vielleicht was, also mehr, weil, ja, richtig teuer und dann hat man ja schon höhere Erwartungen, wie wenn das jetzt 3-4 Euro gekostet hätte. Aber das war auch in irgendeiner Box, ich glaube Goodiebox drin und soll so ein bisschen Falten wegzaubern. Ach, die sollen ja alle zaubern. Auf jeden Fall ist das eine Nachtcreme mit Retinoid. Soll eure Falten wegzaubern, ist 0,5% Retinol drin. Weiß ich nicht, dann würde ich eher bei Asam diese Retinolcreme kaufen, weil die hat bei mir um einiges mehr bewirkt. Habe ich dann abends halt angewendet, Nachtcreme, ne? Aber hat gefühlt nichts getan, außer ein bisschen gepflegt, aber jetzt nicht mega gut. Ich sage, oh, muss ich unbedingt wieder haben. Und gerade bei so einem Preispunkt muss mich halt so ein Produkt immer so richtig abholen. Ja, wenn ich da ein Produkt, was dieselbe Wirkung hat, auch in einer Drogerie kaufen kann, dann bin ich da immer so ein bisschen, nö, warum? Also hat das Produkt leider nicht getan. War nice, weil es mal in der Box drin war, aber im Leben würde ich mir das nicht kaufen. Dann ist etwas leer geworden, das mag ich gerne, ist hier von Lirac, diese Super Radiance Gel Creme Anti-Ox, keine Ahnung. War auch in irgendeiner Box drin, fand ich gut, ist so eine Gelcreme, eine pflegende Gelcreme, ist auch bis auf den letzten Rest leer, was immer sehr positiv ist bei mir. Fand ich richtig klasse, ich glaube, die ist auch richtig teuer, also so teuer, dass ich sie nicht so klasse fand, dass ich sie nachkaufen würde, aber wo ich mich riesig drüber freue, wenn sie in Boxen enthalten ist. Also das ist ein cooles Produkt gewesen, weiß ich nicht, ich bin ja... Ja, so, auf jeden Fall, ein Produkt. Und da war ich schon kurz davor, es mir nachzukaufen, weil das ist auch teuer, aber nicht so teuer, dass man es sich nicht nachkaufen könnte und hat mich richtig überzeugt. Das ist von Alcina etwas, und zwar diese Kaschmir-Gesichtscreme. Ist mehr für die Wintermonate gedacht, weil die echt reichhaltig ist. Aber, boah, die war gut. Und die riecht erstens mega gut und eine richtig tolle Creme. Oh, dieser Geruch einfach, ne? Ich liebe ihn. Richtig pflegend, hat meine Haut einfach mega gut getan. Auch im Sommer habe ich die dann halt nachts benutzt und vorher hatte ich sie aber im Winter schon angebrochen. Auf jeden Fall habe ich die eher für abends geholt, weil die echt reichhaltig war. Aber ein richtig tolles, tolles, tolles Produkt. Und da bin ich echt... Ich habe von Alcina auch dieses Hyaluron. Ach, die haben irgendeine Creme auch Hyaluron. Keine Ahnung, die ist auch richtig teuer. Und die war auch so toll. Und da bin ich auch immer noch am Überlegen, ob ich mir die nachhole. Obwohl ich 10.000 andere Cremes habe. Was mich davon abhält, die nachzuholen. Aber richtig, richtig klasse. Also wenn ihr eine richtig tolle, pflegende Creme braucht... Ja, und gerade für im Winter oder so, auch wenn wir jetzt erst August haben. Aber naja, tolles Produkt. Und Alcina ist ja auch eine deutsche Marke.
Und ich glaube, eine der ältesten deutschen Kosmetikmarken, die es gibt. Ich bin mir nicht sicher. Ich will keinen Mist erzählen, aber die gibt es auf jeden Fall schon sehr lange. Und eine richtig tolle Marke und richtig tolle Pflege. Und die Creme war super. So, genug geblubbert darüber. Aber ihr seht, wenn ich viel rede, dann war es ein tolles Produkt. Dann habe ich hier noch was von Lovely leer gemacht. Und zwar eine Augencreme. Die gibt es ja leider auch nicht mehr, deswegen halte ich mich kurz. Mit Manuka Honigextrakt. Ihr könnt mal bei My Surprise gucken. Ich meine, könntet ihr Glück haben, dass er noch in irgendeiner Box ist, die ihr kaufen könnt. Und das war auf jeden Fall eine richtig tolle Augencreme. Eine richtig tolle Augencreme. Hätte ich gar nicht gedacht. Und am Anfang war ich auch so, so toll ist sie nicht. Aber die ist besser geworden mit der Zeit, wo ich sie angewendet habe. Und sie hat richtig gut gepflegt. Sie war sehr reichhaltig. Was ich aber brauche, habe sie meistens auch dann abends drauf gemacht, weil ich tagsüber gerne so ein bisschen, ja, was Leichteres drauf habe. Und da ist noch so ein Klecksi drin und ihr seht, die ist auch so gelblich. Und ich rieche nur nach Zitrone hier. Auf jeden Fall war die richtig toll und die würde ich mir wieder kaufen, wenn es sie noch geben würde, aber gibt es ja leider nicht, deswegen Kurzfassung. So, hier habe ich euch ein Produkt, was ich auch richtig klasse fand, aber auch richtig teuer ist. Und ich konnte das mal als Goodie abstauben, sonst hätte ich so viel Geld nicht dafür ausgegeben. Ist von Anna Jake, eine Handcreme. Und Anti-Aging steht drauf, keine Ahnung, aber ihr seht, sie ist einfach leer. Und die hatte ich die ganze Zeit in der Handtasche mit dabei. Und die hat eine richtig tolle Pflegewirkung gehabt. Und ich brauche ja immer Handcreme bei meinen Händen. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal so ein bisschen seht. Die sehen schon sehr mitgenommen aus. Und ja, das war auf jeden Fall eine tolle Handcreme. Oh, Preispunkt natürlich, da schluckt man. Aber hey, ich glaube, da gibt es auch andere Handcremes. Auf jeden Fall ist die schnell eingezogen, wie ich alle Produkte immer dann so, ja, aber so teuer. Und naja, auf jeden Fall war die gut eingezogen, hat toll gepflegt, hat nicht so diesen mega fettigen Film hinterlassen, weil das mag ich nicht. Aber ich habe im Moment eine Handcreme gefunden, die ich einfach wahnsinnig gut finde. Also die mich richtig umgehauen hat, die habe ich der lieben Miri von Miris Beauty World übrigens zu verdanken. Die hat mir so kleine, ich weiß nicht mehr die Marke, Bio, ach keine Ahnung, werde ich euch auf jeden Fall im nächsten Aufgebraucht-Video zeigen, welche das war. Und die hatte mir die in ein Päckchen reingepackt und die liebe ich über alles. Also nochmal vielen Dank dafür. Also tolle, tolle. Aber ja, wir sind bei dem Produkt jetzt. Ich rede schon wieder von 10.000 anderen Produkten. Auf jeden Fall das viel zur Handcreme. War toll, Preis, teuer. Muss jeder für sich selber wissen, wie viel Geld er für eine Handcreme bezahlen würde. Ich würde es nicht machen, weil es gibt günstigere Alternativen. Wenn er die aber irgendwo mal gratis abstauben könnt, reinladen in den Warenkorb. So, jetzt habe ich hier so ein paar Kosmetikprodukte. Kann man das sagen? Keine Ahnung. Einmal etwas aus dem Adventskalender, wo ich noch die letzten Reste rausgekratzt habe. Die letzten Reste rausgekratzt habe, ist hier von Nutra Brow, der Eyebrow and Chaser 2.0. 2 ml waren drin. War die Nummer 24 des Glossybox Adventskalenders von letztem Jahr. Fand ich genial. Gut, das Zeug. Es ist wirklich leider komplett leer. Ich trauere ihm nach, denn es hat bei mir mega gut funktioniert. Auch das Wimpernserum davon hat bei mir mega gut funktioniert. Und ich hatte hier an der Augenbraue eine Stelle. Da sind keine Augenbrauenhärchen gewachsen. Und dann habe ich angefangen, das zu verwenden. Und wirklich brav, jeden Tag und ne? Dann irgendwann nur noch einmal in der Woche und das hat meine Haare wieder nachwachsen lassen.
Und ich war richtig fasziniert, weil ich habe da ewig lang eine Lücke gehabt ohne Augenbrauenhärchen. Und durch dieses Zeug ist die einfach zugewachsen. Und deswegen, ich weiß nicht, das glaube ich immer von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Bei mir hat es mega funktioniert. Ich bin diesem Ding sehr dankbar und ich fand das richtig gut. So, also bei mir. Weiß aber, bei manchen funktioniert das einfach nicht. Keine Ahnung. So, dann ist was leer geworden. Jetzt kommen wir zu Produkten. Den trauere ich nach, aber ich bin froh, dass ich noch ein Backup habe. Ich habe euch einmal hier von Benefit die Bad Girl Bang Mascara rausgewurschtelt. Das war so eine kleine. Mit einem ganz tollen Bürstchen. Und ihr seht, sie ist einfach wirklich, sie ist jetzt hinüber, sie ist trocken. Habe sie Gott sei Dank noch im Backup, auch im Groß. Und ich liebe diese Mascara einfach. Ich mag auch diese Roller Lash mega gern, aber das ist auch so ein Favorit von mir. Dann habe ich einen Favoriten von mir. Da warte ich noch auf ein gutes Angebot, damit ich mir die nachholen kann. Und zwar ist das eine Mascara von Yves Rocher. Und die mag ich einfach super gerne. Das ist Volume Elixir Mascara. Und da müsst ihr mal gucken, ihr kriegt die auch oft gratis irgendwo dazu. Da sind 10 Milliliter drin. Und die hat auch ein ganz tolles Bürstchen da drin, was so ein natürliches Ergebnis macht und eure Wimpern einfach wundervoll verlängert und trennt, gut voneinander trennt, macht jetzt nicht das mega Volumen, aber macht halt so schöne verlängerte Wimpern. Da ist, meine ich, auch irgendwas drin, Hibiskus, genau, was nochmal so ein bisschen euer Wimpernwachstum anregt oder so. Und es ist eine tolle Mascara und brauche ich unbedingt nach, weil das war mein Backup. Und ich muss einfach gucken, wenn es bei Yves Rocher nochmal eine Aktion gibt, und die haben die ja öfter, brauche ich die nochmal. Weil, die ist toll. Ich mag sie. Und dann noch etwas, was leer gegangen ist. Und das ist auch so ein Produkt. Ich bin so froh, dass ich es noch im Backup habe. Und die liebe Jenny von Jenny's Beauty World hat mir noch ein Backup davon geschenkt. Und ich bin so dankbar darum, weil irgendwann muss ich mir das Ding einfach selber kaufen. Was mich traurig macht, weil es ist teuer, aber es ist toll. Und es gibt einfach für mich keine Alternative dazu. Und zwar ist das dieses 24-Hour Brow Setter Zeug, was eure Augenbrauen halt an Ort und Stelle hält. Und ich habe störrische Augenbrauen und andere Sachen kommen da nicht so gut mit klar. Beziehungsweise die fallen dann immer wieder runter oder stehen in 10.000 verschiedene Richtungen. Machen sie hiermit nicht. Braucht man in seinem Leben, also ich definitiv, und deswegen ein heißgeliebtes Produkt auch. Wir kommen zum letzten, also zum allerletzten, nein, zur letzten Kategorie, und das sind einmal Masken. Denn auch ein paar Masken sind bei mir leer geworden. Als erstes einmal diese von L'Oreal, diese Peeling-Maske Tonerde Absolue. Fand ich klasse, fand ich toll. Es war ein großer Tiegel, aber ich habe gerne auch viele Tiegel in Anwendung und war ein tolles Produkt, würde ich mir, ich habe noch 10.000, aber irgendwann, wenn es mich überkommt, würde ich es mir tatsächlich nochmal nachkaufen, weil ich es richtig klasse fand. Aber ich habe auch von einer Bekannten gehört, die kam damit gar nicht klar. Also das ist, ich meine, da ist auch Parfüm und Duftstoffe drin. Wenn ihr da vielleicht ein bisschen allergisch drauf seid oder eure Haut das nicht so gut verträgt, kommt wirklich auf den Hauttyp an. Meine Haut hat es gut vertragen. Bei mir hat es ein tolles Ergebnis gezaubert. Auch mit diesen kleinen Peeling-Körnchen, die da drin waren. Hat mir gut getan, fand ich toll. Und irgendwann vielleicht wieder. So. Dann habe ich so ein kleines Pöttchen leer gemacht von Glam Glow. Hatte ich mir mal geholt, wie das so gehypt war auch. Und das war auch eine tolle Maske. Um Gottes Willen, war so eine Peel-Off-Maske und ihr habt halt wunderbar schön silbrig geglitzert. Gravity Matte Firming Treatment. Hollywood, California, Glam Glow steht drauf. Ja, soll halt dieses faltenfrei, ne? Gedönsen, also eure Haut glatt machen. Ich habe noch ein bisschen drin gelassen, dass ihr diese wundervolle Farbe einfach seht.
Also wirklich so ein metallisches Gedönse ist da drin. Riecht auch super, super lecker. Aber ich sage euch ganz ehrlich, bei einem Preispunkt, ich glaube, dieses Tigelchen hat 15, 16 € gekostet und es sind drin 15 Gramm. Finde ich völlig, völlig, völlig overhyped, völlig überteuert. Ein bisschen, also so viel hat es nicht gemacht. Also dann so eine Balea-Maske für 40 Cent, glaube ich, hat so ziemlich denselben Effekt, weiß ich nicht. Die sind ja wirklich zu Tode gehypt worden, deswegen. Aber dafür war der Effekt einfach zu wenig. So. Also wenn ich da überlege, ich habe hier etwas, das möchte ich euch zeigen. Eine mega gute Maske aus dem Action. Ich liebe sie. Ich brauche sie auf Vorrat bis, keine Ahnung. Die ist richtig gut. Weiße Trüffel, tolle Maske, jederzeit wieder. Als nächstes habe ich noch etwas. War ja schon von der Verpackung so süß. Die habe aber nicht ich gemacht, sondern die habe ich meinem Freund aufs Auge gehauen. Der wollte sich auch mal gut gehen lassen, deswegen hat er die gekriegt. Und ich fand, die waren ein bisschen trocken, also was ich so anfassen konnte bei ihm. Also das Tuch war ein bisschen trocken, weil ich habe gleichzeitig auch eine gemacht. Und zwar diese da, diese Aftersun. Und die war richtig toll. Also dieses Tuch war. Also da war so viel Serum drin, die konnte der echt zweimal benutzen. Die fand ich richtig klasse. Die fand mein Freund so lala. Er fand es ganz süß, dass da auch Wassermelonen drauf waren. Also dass er da mal eine mitgemacht hat, hat mich etwas verwundert. Aber irgendwie, ja, war er vielleicht neidisch und ihm, er wollte es sich auch mal gut gehen lassen. Aber das war viel schneller ausgetrocknet wie dieses Tuch, und wie gesagt, da war so viel Serum drin, konnte die einfach noch mal reinhauen und dann noch mal benutzen, und die war halt dann trocken. Deswegen, Gewinner ist diese Maske. Bei der muss ich mal selber noch machen, ob die irgendwas mit der Haut macht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die hat gut beruhigt, die Haut, und hat sie auch wirklich ja, erfrischt und auch hydratisiert. Die war toll. Die war okay. Dann habe ich noch eine gemacht. Und zwar habe ich die von der lieben Margarita von Albedos Kanal. Die hatte ich in meinem Tauschpaket. Und die fand ich auch richtig toll. Das hat meinen Händen so gut getan. Also nochmal vielen lieben Dank, Süße, falls du zuguckst. Die war klasse. Und ich habe ja auch so raue Hände und so mit Schuppenflechte ein bisschen zu tun in den Handinnenflächen, und sie ja auch. Und deswegen sind wir da ein bisschen Leidensgenossen und brauchen immer ein bisschen extra Portion Liebe für die Hände. Und das war eine extra Portion Liebe. Ich muss mal gucken, ob ich die nochmal nachkaufen kann, weil die fand ich richtig toll und die hat meinen Händen richtig gut getan. Die waren richtig schön. Also weich danach und nicht mehr so rissig, und fand ich richtig klasse. Dann habe ich eine gemacht, die hat mich ja auch so umgehauen. Die finde ich ja auch so toll und brauche ich unbedingt auch wieder. Und zwar von Luvos, diese Hydro Booster 2-Phasen-Pflegemaske. Ihr hattet da eine so eine Tonerde-Maske drin, so Heilerde-Gedönse. Und unten war so ein Serum drin. Und die hat die Haut einfach so toll gereinigt und dann auch mit diesem Serum so toll gepflegt. Also da war ich auch richtig begeistert von, und ich bin Fan geworden, und ich brauche sie auf jeden Fall nochmal nach, weil die war richtig toll. Dann ist noch eine leer geworden. Die habe ich geteilt. Ich teile ja Schätze. Da hat die liebe Juliane eine abgekriegt. Und die haben wir einfach mal gleichzeitig gemacht, und ich fand die toll. Ich fand die richtig toll. Wir hatten sie auch beide länger drauf. Bei Juliane ist er auch durchgegangen. Gut, ein Babypopöchen hatten wir danach nicht, beziehungsweise waren beide leider nicht faltenfrei. Aber die hatte eine tolle Pflegewirkung. Also meine Haut war schon richtig geglättet danach und durchfeuchtet. Ist mit Vitamin E und Traubenkernöl. Und hier von Asam diese Resveratrol-Maske.
Also da war ich echt schon so, oh, die brauche ich auf jeden Fall nochmal nach. Ich glaube, da gibt es auch einen großen Tiegel. Ich hoffe ja immer noch auf meine Wundertüten. Die muss ich gleich auch noch filmen. Auf jeden Fall, ah, die war toll. Gibt es auch in so kleineren Sachets zu kaufen, immer mal wieder. Aber ah, ja, ne, am besten so eine große. Dann habe ich hier diese von Balea leer gemacht. Diese Eistee-Maske, also so eine Hälfte. Fand ich auch gut, Limited Edition, habe ich auch noch ein paar. Und ja, die hat meine Haut gut getan. Ich habe mich erfrischt gefühlt. Meine Haut hat sich erfrischt gefühlt. Fand ich nicht schlecht. Und ja, gerade bei diesem Preispunkt kann ich nicht meckern. Fand ich gut, fand ich toll. Freue ich mich, dass ich noch ein paar davon habe. Aber ja, war jetzt auch nicht so der Mega-Brüller, ne? Also, ist okay. So, dann habe ich was leer gemacht. Und da sind beide schon leer geworden. Und zwar von Kneipp, diese Peel-Off-Maske. Chamomile and Honey. Cleanses and purifies pores. Okay, ja, nee. Also, ist so eine Peel-Off-Maske, ne? Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Egal. War zum Peel-Offen. Hat auch gut funktioniert. Ist auch schön an einem Stück abgegangen. Hat nicht wehgetan, weil manche Peel-Off-Masken, die tun ja dann doch schon recht weh, hat die nicht. Meine Haut war danach, ja, schon ein bisschen weitaus geklärt, also ein bisschen sauberer irgendwie, die Poren. Aber jetzt nicht, dass die Mitesser oder irgendwas rausgezogen haben, einfach so ein bisschen so ein Reinigungseffekt von der Haut. Aber ja, ja, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber war ganz cool, habe ich auch noch ein paar von und werde ich gerne nochmal machen. So, dann habe ich etwas, die Dinger liebe ich, die hatte ich mal in der Box drin gehabt und habe sie Gott sei Dank noch als Backup gekriegt, deswegen konnte ich mich auch überwinden, den zweiten Pore Strip, der da beinhaltet war, zu verwenden. Also, einen brauche ich noch kurz vor der Hochzeit irgendwann. Aber, boah, also das waren Pore Strips, so viel über die Nase zu kleben und die funktionieren so genial gut. Ich weiß, die sind auch etwas teurer von May Beauty und die haben richtig toll diese Mitesser von der Nase rausgezogen. Und The Incredible Pore Strips steht auch drauf mit Charcoal, mit Kohle. Richtig genial gut, klare Empfehlung. Und das ist auch so ein Produkt, da würde ich das Geld in die Hand nehmen und mir die holen, weil die halt wirklich richtig gut funktionieren. So, dann habe ich was, da habe ich immer noch ein bisschen was dran, weil meine Füße pellen sich noch etwas. Also ich bin fast durch, aber ja, das sind diese Exfoliating Socks aus dem Action. Und die wirklich, die funktionieren erstaunlich gut. Also die hatte ich drauf gemacht. Und habe sie auch drauf gelassen, ich glaube 40 Minuten oder sowas, ich weiß nicht mehr. Und dann stand hier drauf, ja, 5 bis 7 Tage später löst sich das alles hier, Hornhaut und tralala. Und irgendwie nach einer Woche habe ich immer noch meine Füße, nichts hat sich getan, außer dass sie ein bisschen trocken waren, wo ich dachte, okay, irgendwie tut sich nichts, die Dinger funktionieren einfach nicht. Und dann fing das auf einmal an. Und ich bin froh, wenn es fertig ist. Also, die machen ja wirklich... Mein Nachbar nervt mich. Der sägt hier irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die richtig gut funktioniert. Sie funktionieren immer noch richtig gut. Ich kann wirklich so an Stück immer mehr Hautschuppen, also Hautfetzen von den Füßen ziehen. Nicht, dass das weh tut. Um Gottes Willen, meine Fußnägel sind auch noch dran. Alles ist in Ordnung. Und wenn ihr diese Hornhaut oder diese Haut einfach abgezogen habt. Ich fühle mich wie so eine Schlange, die sich häutet. Ihr habt so babyweiche Füße. Also es ist ein bisschen nervig, weil es dauert dann schon so 2 Wochen jetzt an, wo ich jetzt langsam denke, es könnte jetzt mal gut sein und ich will jetzt wieder meine alten Füße. Aber ihr habt halt babyweiche Füße danach. Und für das mal zu machen, 1-2 Mal im Jahr, finde ich das richtig toll. Also ein tolles Produkt, kostet nicht viel, gibt es bei Action und funktioniert genauso gut wie die teuren Dinger für 10 oder 15 Euro. So, klare Kaufempfehlung. Action, macht's möglich. Dann, wir sind durch, Leute. Es kommt noch ein Produkt und wer bis jetzt noch hier war, herzlichen Glückwunsch. Weil, Halleluja, man meint das nie so.
Aber da kommt schon einiges zusammen, was man immer so aufbraucht. Also, und jedes Mal, wenn ich was aufbrauche, habe ich ja das Gefühl, ich muss 10 Sachen neu kaufen. Aber anderes Thema. So, letztes Produkt. Ein absoluter, ich werde dich vermissen, Liebling. Mit einem Preispunkt, der abnormal ist, aber einfach lohnenswert in meinen Augen. Und das ist von Matt Maske, die Sleep Repair Nourishing Mask. Und meine Güte, war die gut. Leider nur 20 Milliliter, war aber recht ergiebig dafür, weil ihr habt echt nur ein bisschen gebraucht. Und die war einfach in der Männerbox drin gewesen mal für meinen Schatzi. Die hatte ich mal bei so einem Glossybox-Sale erbeutet und da war das einfach drin und er benutzt das ja nicht. Das ist ja Scheißdreck, den braucht man ja nicht. Und natürlich Matt Maske gleich mal zu mir gewandert, weil, ja. Und boah, die war so gut. Und die hat gerochen. Also allein dieser Geruch hat mich immer umgehauen. War so eine, vielleicht riecht noch so ein Diebser raus, ja. War so ein bisschen blaustichig und ihr habt die verrieben und die wurde schon so wie so Wasser auf eurer Haut. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig seht. Und ist so toll eingezogen und ihr habt so weiche, tolle Haut am nächsten Morgen gehabt. Also ein ganz, ganz, ganz tolles, tolles, tolles Produkt, wo ich auf jeden Fall wirklich das Geld in die Hand nehmen würde. Aber ich habe noch ein paar vor mir. Ich habe noch ein paar Sleeping-Masken. Bin aber auch nicht traurig, wenn die mal irgendwo drin ist, weil, hallo, her damit. Und das ist mein absoluter, ja, Schatz. Bin sehr traurig, dass er jetzt leer ist, aber ja, bei vielen Sachen bin ich traurig, dass sie leer sind, wo ich sage, ich brauche unbedingt Nachschub oder ein anderes Produkt. Bei anderen bin ich nicht traurig, da bin ich eher froh, dass sie leer sind und ich meine, es gibt ja auch immer wieder tolle neue Sachen zu entdecken. Das ist ja eigentlich so die größte Freude, diese wie so kleine Entdecker und Jäger und Sammler. Und ihr kennt das ja vielleicht alle. Und jeder, der hier zuguckt, ist ja auch so ein bisschen verrückt. Und deswegen guckt ihr das wahrscheinlich auch. Und ich hoffe, auch wenn das ein sehr langes Video war, ihr habt wacker durchgehalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ja, doch gerne ein Däumchen nach oben. Gerne in den Kommentar, falls ihr euch noch an irgendein Produkt erinnern könnt. Und wenn ihr Bock habt und hier Spaß hattet und ihr an solchen Sachen Spaß habt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Und ich wünsche euch von Herzen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen oder einen schönen Mittag. Je nachdem, wann ihr das Video gerade seht. Ich hoffe, es geht euch allen gut und wünsche euch einfach nur von Herzen einen ganz wundervollen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.